Hallo meine Lieben, in dem heutigen Video geht es um das Thema die perfekten Schuhe für den Herbst und Winter. Wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich hier eine kleine Auswahl an Designer-Stiefeletten und Chelsea-Boots. Und ich möchte euch die einzelnen Schuhe im Detail ein bisschen vorstellen, dass ihr sie mal von allen Richtungen betrachten könnt. Und möchte euch auch meine Favoriten darunter zeigen. Bezüglich der Größe, ich trage 36 und in den Schuhen auch 36 bis 36,5. Der Einfachheit halber gehe ich jetzt nach dem ABC vor und fange mit diesen Chanel-Stiefeletten an. Das wäre mein persönlicher Platz 3 von allen. Die sind super bequem, haben einen tollen dicken Absatz, sprich man hat guten Halt auch im Schnee draußen. Das ist aber trotzdem ein eleganter Schuh aufgrund von dem schwarzen glatten Leder, den man auch super im Büro anziehen kann zu einem Meeting. Also ich liebe diese Boots. Dann machen wir weiter mit meinem persönlichen Platz 2. Das sind die Hermes Neo Stiefel. Die sind mega bequem. Sie sind super zu öffnen, zu schließen mit der Kelly-Schließe. Einfach ein Traum aus Leder. Erstklassige Verarbeitung. Wirklich wow, ihr Geld echt wert. Gäbe es auch in Schwarz, weil Rot ist ein bisschen heikel, daher auch Platz 2. Aber ich liebe sie und will sie nicht mehr hergeben. Im nächsten kommen jetzt Louboutin. Wie man an der roten Sohle schon erkennen kann, die sind in grauem Velour-Leder, sind mega bequem wie alle Louboutin, wie ich finde. Einziger Nachteil an den Schuhen ist der ultradünne Absatz, also bei Eis oder Schnee eher nicht. Ansonsten aber, wenn man zum Essen geht oder auf ein Event, sind das genau die Schuhe meiner Wahl. Nun kommen wir noch zu einem Paar von Louis Vuitton. Das ist in schwarzem Velour-Leder gehalten und klassisch für Louis Vuitton der Absatz in dem Muster von der Blume gehalten. Sind sehr bequem, sind gut zu tragen im Büro. Draußen, wenn es glatt ist, etwas schlechter, da sie vorne einfach eine glatte Ledersohle haben. Aber ansonsten pflegeleicht fürs Büro top, definitiv auch eine Kaufempfehlung. Dann kommt mein persönlicher Platz Nummer 1, meine All-Time-Favorites. Egal ob im Herbst oder im Winter, die Valentino Chelsea Boots sind innen gefüttert wie UGG Boots, sind mega warm, mega bequem, man hat einen super Halt, die haben unten ein gutes Profil an der Sohle. Ich hole mir dieses Jahr noch ein zweites Paar. Und last but not least von Valentino auch nochmal hohe Stiefeletten, das sind auch Klassiker, die jedes Jahr mindestens in Schwarz und in einer Farbe zu erhalten sind. Sehr bequem auch. Einziger Nachteil ist hier der Absatz aus Leder, der sehr empfindlich ist. Wenn man da irgendwo hängen bleibt, hat man halt eine Schramme drin. Und die sind auch vorne in glattem Leder, sprich ein bisschen rutschig, aber ansonsten wirklich tipptopp. Zum Schluss möchte ich jetzt noch ein bisschen auf das Thema, wie bewahre ich die Schuhe auf und wie pflege ich sie eingehen. Ganz wichtig finde ich im Winter das Thema Imprägnierung. Ich benutze hierfür dieses Imprägnierspray. Kann man natürlich auch andere Marken verwenden. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, verwende das auch für meine Handtaschen und traue damit natürlich auch den ganzen Schuhen. Imprägnierung ist sehr wichtig. Das schützt die Schuhe vor Wasser und Dreck, sprich Wasser perlt besser ab. Wenn sie wirklich mal schmutzig werden, kann man sie deutlich besser reinigen. Also würde ich jedem ans Herz legen, wenn ihr Schuhe neu kauft und auch einmal in der Saison mindestens vor dem Winter imprägniere ich die Schuhe jeweils. Genau. Dann für innen habe ich noch einen Tipp, und zwar, wenn es zu kalt ist in den Schuhen, gibt es hier einmal so Alu-Einlagen, die auf der anderen Seite mit so einem Filz sind, die halten sehr gut warm, und dann kann man auch so Lammfell-Einlagen verwenden. Deswegen würde ich im Winter auch nie die Schuhe zu klein nehmen, also anders wie bei Heels oder so, auf keinen Fall eine halbe Größe downsizen, lieber size eine halbe Größe ab. Und pack noch schöne warme Einlagen rein, weil das würden dir deine Füße im Winter wirklich danken. Und dann noch ein Lifehack, sage ich jetzt mal. Ich bewahre alle meine Schuhe mit so Schuhspannern auf. Ich habe hier eine etwas größere Nummer, die vorne ziemlich groß ist. Die kann ich für meine Chelsea Boots verwenden. Und dann habe ich hier noch einen, der vorne nur so eine kleine Spitze hat. Den nehme ich für die Heels. Zeige ich euch mal. Wie man sieht, hat der nämlich jetzt hier noch so Falten. Vom Laufen, das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Wenn ich den Schuhspanner aber hineingebe, seht ihr das, dann bolzt die ganzen Falten nämlich deutlich aus. Sprich, das ist für den Schuh einfach besser und er bekommt auf Dauer auch nicht so wahnsinnig tiefe Falten, weil es einfach schön gestretched wird.
Genau, das gleiche habe ich eben hier in schmal. Zum Beispiel für die Louboutin würde ich definitiv einen schmal nehmen, weil die vorne halt nur so eine kleine Fläche haben. Und wie ihr schon sehen könnt, das hier funktioniert. Mit so einem Schuhspanner könnt ihr vergessen, da ist der Schuhspanner größer wie die Schuhe. Vorne, den würde ich nie runterbekommen, aber so einen schmalen eben schon. Deswegen verwende ich für die Louboutin zum Beispiel den schmalen. So. Und dann ist die auch hier schön gestretched vorne und bekommt nicht so viele hässliche Falten. Genau, das war es jetzt erstmal zur Übersicht zu den Schuhen. Ich werde vielleicht zu einzelnen Paaren noch im Detail ein paar Videos machen. Und wenn ihr Fragen habt dazu, gerne in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich über ein Like, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch was gebracht hat. Und empfehlt mich gerne weiter, abonniert mich gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.